So, jetzt kommt der Moment, wo vielleicht das ganze Video für die Katz war. Wenn ihr wissen wollt, wie man aus so einem einfachen Wurfgleiter so eine Höllenmaschine baut, dann bleibt dran. Um jetzt aus unserem einfachen Wurfgleiter ein vollwertiges fliegendes RC-Modell zu machen, brauchen wir natürlich einiges an Hardware, die wir da jetzt verbauen müssen. Der erste Schritt ist allerdings, das Ding auseinandernehmen. Das Gute an dem Relay Jack ist übrigens, dass er bereits für den RC-Umbau vorbereitet ist. Das heißt, es gibt hier so diverse Stellen, wo ihr Teile direkt rausprügeln könnt. An der einen oder anderen Stelle ist es aber so, dass ihr dann doch nochmal das Messer ansetzen müsst. Das Mittelstück für den Querruder-Servo haben wir ja bereits rausgenommen. Damit sich die Querruder aber auch bewegen können, müssen wir die erstmal freischneiden. Das machen wir einfach mit einem scharfen Messer. Nachdem wir das Querruder einmal freigeschnitten haben und die Aufkleber neu positioniert haben, kann man die Querruder auch jetzt einmal frei biegen. Man sieht, die lassen sich schön frei bewegen und genau das brauchen wir später auch für unsere Servos. Das machen wir jetzt auch nochmal auf der anderen Seite und dann natürlich auch nochmal beim Seitenruder und beim Höhenruder. Die Ruder haben wir jetzt erstmal alle freigemacht. Um jetzt aber auch unsere Technik im Inneren verbauen zu können, brauchen wir innen drin auch ein bisschen Platz. Um daran zu kommen, müssen wir den einmal zerlegen. Das geht relativ einfach. Einfach den ganzen Kram hier rausprügeln. Dann ist er hier oben einmal verklebt. Das gleiche auch nochmal unten. Sind die beiden Klebestreifen entfernt, kann man den fast so auseinanderziehen. Er ist nur hinten und vorne einmal verklebt. Bei der Demontage wird euch wahrscheinlich hier so ein kleines Kügelchen auffallen. Das ist ein Gewicht, weil bei so einem Flugmodell ist der Schwerpunkt extrem wichtig. Da müssen wir auch beim Bau definitiv darauf achten, dass der später ordentlich sitzt. Im Prinzip sitzt der Schwerpunkt später im Idealfall irgendwo hier. Für das Höhen- und Seitenruder sind auch Servoplätze vorgesehen. Da der Aufschnitt im Modell ein bisschen kleiner ist als die Servos, die wir uns geholt haben, müssen wir den am Original quasi anpassen. Dazu nehmen wir einfach Maß und schneiden uns das etwas größer. Wichtig hierbei ist, dass man ein bisschen darauf achtet, wo später dieser kleine Pinöpel hier sitzt. Der sollte nämlich ungefähr in der Mitte dieses Aufschnitts sein. Diese praktischen Halteärmchen sind manchmal übrigens gar nicht so praktisch. Da diese Servos natürlich auch ein bisschen dicker sind, brauchen wir ein bisschen mehr Platz in der Tiefe. Den brennen wir uns einfach frei. Wir bauen den Servo hier mittig ein, der hier einen Draht über eine Umlenkung zu den beiden Querrudern führt. Da dieser Draht mit dem engen Radius nicht funktioniert, haben wir hier einen, der deutlich flexibler ist, der ist aber im Durchmesser etwas größer und passt natürlich deswegen hier nicht durch das Röhrchen. Es gibt aber Röhrchen mit größerem Durchmesser. Ja, and that's what she said. Da hat er jetzt ein bisschen viel Platz drin, aber das ist ja egal. Dafür funktioniert er gut. Da wir nicht wissen, auf welcher Position die Servos standen, als sie dann im Karton hier angekommen sind, bringen wir die erstmal auf ihre Nullposition, bevor wir die ganze Mechanik anschrauben, damit wir eben keine Überraschung erleben, sobald wir da einmal Strom drauf geben und alles sich zerlegt. Das machen wir mit einem sogenannten Servotester. Das ist so ein kleines Gerät hier mit einem kleinen Poti oben drauf. Und damit können wir dem Servo einen Sollwert geben. Wir brauchen einmal dafür 5 Volt, um das Ganze zu betreiben. Das haben wir jetzt einfach von dem Regler genommen. Der erzeugt ja die 5 Volt für die ganze Steuerung. Und jetzt können wir loslegen. Ich stelle das Ding einmal auf neutral, damit wir dann auch in die Nullstellung kommen. Achte auf die Polarität beim Anstecken. Und... Servo
Server 1 and armed. Kein Feuer, das ist gut. Und das Servo hat sich auf die Nullposition bewegt. Das heißt, Servo Nummer 1 fertig. Und das machen wir jetzt noch zweimal. Und dann können wir weitermachen. Dieses Ruderhörnchen haben wir jetzt einmal montiert und den Halter für den Draht. Der muss jetzt natürlich irgendwie hier rein. So dass er auf beiden Seiten ein bisschen übersteht. Und jetzt können wir den einmal anziehen. Dazu ist hier so eine kleine Madenschraube bei. Da sieht der Draht jetzt hier so verformt, ist übrigens kein Problem. Da man diesen Motor ja schließlich irgendwie hier festschrauben können muss, haben wir uns diese kleine Motorhalterung überlegt und gedruckt. Das kann man sich aber auch einfach aus Holz oder Blech oder sowas selber basteln, wenn man keinen 3D-Drucker haben sollte. Da wir einfach einen Motor genommen haben, den wir noch hatten, sieht man ein bisschen, dass es doch leicht eng sein könnte. Damit unser Motor nicht durch die Wandung hier gebremst wird, müssen wir noch so ein bisschen was freischleifen. Das ist unser leicht überdimensionierter Regler, den wir da hatten. Da müssen wir allerdings noch ein bisschen die Kabellängen manipulieren, weil wenn wir uns das mal vorstellen, wie der hier später drin sitzen wird, dann stellen wir fest, dass erstmal diese Steuerleitung, die zu unserem Empfänger geht, der sich später hier irgendwo befinden wird, echt zu lang ist. Und wir wollen ja ein bisschen die Ordnung wahren, sofern möglich. Und unsere Batteriezuleitung zu kurz. Lötstation an. Ich möchte kurz dazu erwähnen, ich habe vorher daran gedacht, Schrumpfschlauch auf die Leitung zu machen. Im Prinzip haben wir jetzt alle unsere Komponenten soweit vorbereitet. Den Regler habe ich hier in diesem Schacht schon mal eingeklebt, damit er uns der nicht im Weg ist. Und so haben wir auch ein bisschen Ordnung im Gehäuse. Als Empfänger nutzen wir einen TBS Micro-Empfänger. Ihr könnt aber im Prinzip so ziemlich jeden Empfänger nehmen. Wichtig ist nur, dass er mindestens 4 Kanäle hat. Denn wir müssen zum einen den Motor ansteuern und unsere 3 Servos. So, wir haben jetzt gerade den Motor notdürftig angelötet, um einmal zu checken, ob der richtig rumdreht. Natürlich nicht. Das ist wie beim USB-Anschluss. Der erste Versuch passt nie. Was wir jetzt also tun müssen, ist 2 der 3 Leitungen zu tauschen und somit ändert sich dann die Drehrichtung und wir sind einen Schritt weiter. Ich habe hier einmal Klett zurechtgeschnitten in so 2 Streifen. Der ist so beidseitig haftbar. Und die kleben wir jetzt einfach hier in die Seite rein, damit wir später hier den Akku quasi festschneiden können. Bevor wir uns jetzt in die Lüfte wagen zum ersten Mal, kontrollieren wir nochmal, dass unser Schwerpunkt ungefähr im ersten Drittel der Tragflächen liegt und siehe da, perfekt. Außerdem prüfen wir jetzt noch eben die High-Five-Methode. Das bedeutet eigentlich nur, dass wir mal kontrollieren, ob alles wirklich richtig rum funktioniert. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Stick nach rechts bewegen, sollte auch rechts die Fläche hochgehen, also ein High-Five mit uns machen, so die Eselsbrücke. So, vor unserem ersten Start machen wir noch eine ganz kurze Trockenübung, werfen einmal unseren Gleiter in den Wind, ohne den Motor zu starten und schauen, was er macht. Wenn er einigermaßen stabil geradeaus fliegt, dann kann es losgehen. Also, das reicht uns. So, jetzt kommt der Moment, wo vielleicht das ganze Video für die Katz war. Komm mal zurück. Oh. Habe ich versucht. Der kam nicht zurück. So, der Jungfernflug ist geglückt. Jetzt machen wir das Ganze nochmal.
Der erste Jungfernflug war so mittel. Da müssen wir vielleicht noch mal kurz mit Sekundenkleber bei. Nichtsdestotrotz, einen haben wir noch. Wir haben ja vorgearbeitet. Also probieren wir das mal. Also dieser Jungfernflug war ganz geil. Es ist übrigens völlig normal, dass bei diesen Styroporbombern auch mal was kaputt geht. Gerade bei einer etwas unsanfteren Landung. Das ist aber kein Problem, deswegen haben wir immer mehr Sekundenkleber dabei. Wie neu. Naja, sagen wir so, wie im Modellbau üblich. Da versucht jetzt jemand seine Ehre wiederherzustellen. Ich habe auch keine Lust mehr. Während der Reedy Jack als Wurfgleiter eher was für den Einsteiger ist, ist das hier schon eher Richtung Fortgeschrittenen. Wenn man den nämlich gerade so wie Christian ungern gespitzt in den Boden rammt, kann das schon mal was abbrechen. Ansonsten macht er richtig Bock.